Hey Leute, Crymax hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute. Wir sind hier natürlich mal wieder bei unserem wunderschönen Haus und heute habe ich mir was ganz Besonderes überlegt, Leute. Und zwar, wir haben kein Geld mehr. Wir müssen wieder Geld verdienen, Freunde. Und deswegen werden wir heute mal wieder Autos klauen. Aber, Freunde, wir werden nicht irgendwelche Autos klauen. Wir haben ja schon von Millionären, Milliardären, irgendwelche krassen Militärautos. Wir haben ja schon echt vieles geklaut. Aber, Leute, wir brauchen mal die richtig, richtig teuren Autos. Und da habe ich mir nämlich was ganz Besonderes überlegt, Leute. Und zwar, wir werden bei unserem guten alten Kumpel Amir heute mal vorbeifahren, weil Amir hat auch wieder eine Tuning-Werkstatt. Und ich dachte mir so, es kommen ja immer richtig reiche Kunden zu, ja, zu Autotunen, Leute, ja. Und deswegen dachte ich mir, wir fahren mal kurz bei Amir vorbei. Oh Gott, wie fahre ich denn hier? Wir fahren mal kurz bei Amir vorbei und werden ihn mal fragen, ob er nicht vielleicht den einen oder anderen Kunden hat, den er vielleicht in der Vergangenheit nicht so mochte, der vielleicht nicht so viel Trinkgeld gegeben hat und wo er sagt, okay, der hat vielleicht ein paar schöne Autos, die wir klauen können, Leute. Also deswegen würde ich sagen, ey, lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und dann fahren wir jetzt mal bei Amirs Tuning-Werkstatt vorbei. Let's go, Leute. Okay, Leute, und zwar hier müsste die Tuning-Werkstatt von Amir sein hier. Benny's Original Motorworks. Müsste das dann nicht Amirs Motorworks heißen? Naja, egal, Leute. Wir fahren da jetzt auf jeden Fall mal rein. So, zack, geht hier das von der automatisch auf hier. Hallo? Oh, warte. Amir macht auf, weil wir wahrscheinlich dagegen gefahren sind. Moin, Amir, was geht? Moin, Max, was geht denn bei dir? Alter, ey, schön Porsche hast du hier, den du auftunst. Ja, gerade so ein bisschen noch so schick machen, der Privatding, ne? Ja. Heute ruhiger Tag. Du, ist das hier deine neue Werkstatt oder was? Ja, ich bin gerade dabei, noch ein neues Immobilium hier ranzuholen. Ach, ich habe hier ein paar Werkstätten. Ich habe auch ein Palito Bay, habe ich auch noch eine. Bro, die sieht echt gut aus. Ja, echt schön hier. Aber du mal was anderes. Gab es vielleicht bei dir in der Vergangenheit irgendwie Kunden, die du nicht so gemocht hast? Mag die meisten Kunden nicht, aber ich brauche das Geld halt, ne? Wie, du magst die meisten Kunden nicht? Was bist du denn für eine? Mit Menschen zusammenzuarbeiten ist immer kompliziert, Max. Was soll ich sagen? Aber das Geld wächst halt nicht auf Bäumen, ne? Da muss man das stimmt. Ey, komm mal kurz mit raus hier. Nicht, dass wir irgendjemand hier uns noch belauscht oder so. Komm mal kurz so. Man muss ja hier echt aufpassen, ja? Ich will ja auch nicht dein Geschäft schädigen. Und zwar, pass auf, ja? Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Zu dir kommen doch immer richtig reiche Kunden. Ja, ab und zu. Wobei letzte Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist. Ja, Bro, wer seinen Porsche tunen lässt oder sowas, der muss ja auch Geld haben. Ja, erstens, das ist mein eigener Porsche. Und zweitens, ja, seitdem die... Ja, die haben jetzt neue Flughäfen und Flugverbindungen geöffnet. Wie? Ja, seitdem diese Ex... Ja, kannst du jetzt easy von Los Angeles aus nach Dubai fliegen. Jetzt vor kurzem haben sie Japan aufgemacht. Wie, Japan ganzen, jetzt auch noch? Ja, ja, es gibt einen Direktflug nach Japan jetzt hier aus Los Santos. Okay. Und ja, du weißt doch, die Japaner haben echt viel Geld und die sind halt so extravagant mit ihren Autos. Also die geben da echt viel Geld aus. Leute, ich sage euch auch ehrlich, wir haben ja auch mal Stani geholfen, weil da die ganzen Leute immer diese Dubai-Autos hatten. Und jetzt japanische Autos. Ich weiß, dass es in Japan auch krass getunte Autos gibt, Leute. Ich glaube, viele von euch kennen ja auch den Film Tokyo Drift. Ja, und deswegen läuft bei dir jetzt nicht mehr so gut, oder was? Ich sag mal so, laufen tut trotzdem auch gut, aber diese Big Baba Bubo Aufträge, die sind halt alle in Japan, ne? Die Leute da, die geben halt für die besonders Autos übelst viel Geld aus, aber ich habe halt noch keine Verkaufslizenz in Japan. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe gerade eine Idee. Ich wollte eigentlich reiche Kunden von Amir abziehen, aber was haltet ihr davon, wenn wir das nicht lieber nutzen, um Amir zu helfen? Wir werden Autos aus Japan klauen. Also quasi das gleiche wie mit Stani mit den Dubai-Autos, nur mit den japanischen Autos. Du, Amir, sei mal ehrlich so, wie oft kommt das denn vor, dass du mittlerweile Aufträge verlierst wegen diesen Japan-Importautos? Oh. Bestimmt 8 große Aufträge, reden wir von so 35 Millionen an Wert, habe ich bestimmt verloren. Boah, was? Okay, das ist krass. Weißt du was, Amir? Ich möchte dir helfen. Du bist schon so lange ein richtig guter Freund von mir. Ich möchte dir helfen, ja? Pass mal auf. Hast du da vielleicht irgendwie so ein Konkurrenzautohaus in Japan? Irgendwas? Weil ich muss ein bisschen Geld verdienen, wollte das ein oder andere Auto klauen. Dann klaue ich einfach ein paar japanische Autos. Boah, da gibt es schon so ein paar. Japan sind irgendwie offen, die sind halt so voll so modern, ne? Die verkaufen auch mal einfach Autos so an der Straße und so, aber halt so geisteskrank und hier. Max, wenn es wirklich gefährlich ist, die veranstalten da manchmal Rennen um Autos, um Papiere. Also so richtig, wer verliert, muss sein Auto abgeben. Wer verliert, muss sein Auto abgeben. Und die kommen da halt wirklich mit den High-End-Tuning-Autos an, weil keiner verlieren will. Pass auf, Amir. Ich hab den Plan. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee für uns beide. Ich werde drüber nach Japan gehen, werde mir da Autos klauen. Dadurch ist weniger Konkurrenz für dich. Und ich habe Autos, die ich illegal verkaufen kann. Illegal? Ja gut, das sind ja geklaute Autos. Mir ist ja egal, wie du es machst. Ja, das ist ein Plan. Aber davor brauche ich deine Hilfe. Und zwar, um da mithalten zu können, muss ich mir hier mein Lambo bei dir in der Werkstatt
Werkstatt ein bisschen auftunen. Ist das okay? Das ist kein Problem, weil dann machst du meinen Porsche ein bisschen weg und dann kannst du da direkt tunen. Da muss ich hier deine Tuning-Werkstatt noch kurz ein bisschen nutzen dafür. Ja, kannst du gerne machen. Warum ist denn hier so dunkel in deiner Werkstatt? Hast du hier keine Lichter oder was? Ja, ist halt, reicht doch, Digga. Ich mag's nicht so hell. Boah, ey, Leute, let's go. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier mal unseren Lambo noch auftunen, um da mithalten zu können in Japan. Also an sich brauchen wir ja auf jeden Fall irgendwie Untergrundbeleuchtung. Warte mal, ich habe hier noch nicht mal Untergrundbeleuchtung. Das ist ja eher ein bisschen Schmalspur. Weil ich glaube, in Japan haben die wirklich alle so übelst krass getunte Autos, Leute. Da müssen wir natürlich mithalten hier. Install erstmal Neonlichter installieren. 27.000 kostet das. Yo, ey, das ist ja richtig teuer. So, aber das haben wir jetzt schon mal gemacht. Dann natürlich brauchen wir eine richtig krasse Ich würde aber schon sagen, wir bleiben bei unserem klassischen iCrimex Blau. Da brauchen wir natürlich auch blaue Untergrundbeleuchtung dafür. 10.000. Oh mein Gott, Leute, wir machen hier ein richtig teures Tuning. So, die Farbe lassen wir. Tire Smoke, also den Reifenqualm. Machen wir hier natürlich so blauen Reifenqualm. So, zack, natürlich kaufen. Was können wir hier noch machen? Kennzeichen. So, unser Kennzeichen muss natürlich auch krass aussehen. Da würde ich sagen, machen wir das hier, Leute. Das blaue Kennzeichen, fertig. Let's go. Das muss natürlich grundlegend hier alles top aussehen, damit wir bei dem Tuning-Treffen ernst genommen werden. Turbo-Tuning natürlich rein, Leute. Ja, kaufen. Easy. Reifen. Mit den Reifen bin ich sehr zufrieden. Motor, natürlich den besten Motor, Junge. 105.000 kostet das. Eieiei, oh mein Gott, ist das teuer. Oh mein Gott, ist das teuer. Aber das wird sich lohnen. Die Kosten fürs Tuning übernehme ich, ne? Oh, okay, Amir zahlt uns das. Okay, Ehre, Leute. So, einmal alles hier durchtunen. Und natürlich Panzerung hauen wir uns hier noch rein. So, okay, Leute. Ich habe den Wagen jetzt mal hier getuned, aber ich werde selbst noch ein bisschen Feinschliff machen, Leute, weil ihr wisst ja, wir hatten ja auch mal eine Tuning-Werkstatt, also ich kann da selbst auch noch ein bisschen was modifizieren. Und ich würde sagen, ich mache den Wagen jetzt mal schnell hier richtig krass und dann fliegen wir nach Japan rüber. Let's go. So, Leute, ich habe den Wagen jetzt hier nochmal selbst ein bisschen aufgetuned. Ich werde euch das jetzt hier mal zeigen. So, wir gehen da mal rein, Leute. Der Wagen ist natürlich gepanzert, Turbo-Tuning, alles Mögliche und boah, hört euch das mal an. Ich habe hier die Abgasanlage noch ein bisschen aufgetuned. Ey, Amir, ich komme später nochmal zu dir, ja, wenn ich alles geklaut habe. Easy. So, Freunde, okay, unser Lambo ist jetzt auf jeden Fall krass. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich glaube, damit werden wir bestimmt auch in Japan Respekt kriegen, Leute, da bei einem Tuning-Treffen. Aber um natürlich nach Japan rüberzukommen, müssen wir jetzt erstmal schnell zum Flughafen rüberfetzen, Leute. Schnappen uns da ein Flugzeug und dann werden wir ab nach Japan rüberfliegen und da die krassesten Autos klauen, Leute. Heute wird auf jeden Fall wieder Geld gemacht. Lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Oh mein Gott. Oh. Ja, seht ihr, Leute, wir haben eine Panzerung. Macht dem Auto nichts aus. Okay, Leute, let's go. Okay, Leute, wir sind am Flughafen angekommen und da vorne steht auch schon mein Frachtflugzeug bereit, was ich eben schon bestellt habe, Leute, um damit schön nach Japan rüber zu fliegen. Zack, wir parken hier einmal unseren heftig getunten Lambo ein. Wir können ja eigentlich mal hier noch einen kleinen Speedtest machen, Leute. Ich werde euch nämlich jetzt mal zeigen, oh Gottes Willen, boah, der dreht so durch, Leute. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie schnell der jetzt nämlich hier schon wird, Leute. Wir können ja mal hier einen kleinen Highspeed-Check machen. So, Leute, ihr seht jetzt unten rechts wieder, wie schnell wir sind. 3, 2, 1, let's go! Okay, 200, 300 km/h und 400 km/h, Leute. Puh, 430 waren wir, glaube ich. Boah, Alter. Leute, 430 km/h. Also unser Lambo ist jetzt eigentlich so schnell wie ein Bugatti, würde ich mal behaupten. Das ist schon richtig, richtig gut, Freunde. Okay, damit sollten wir auf jeden Fall, glaube ich, gut ausgestattet sein, um da einige Rennen vielleicht zu gewinnen, Leute. Beziehungsweise, ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen Respekt erarbeiten müssen bei der Tuning-Szene da in Japan. So, wir fahren da jetzt mal hier rein. Zack, Leute. Hier einmal schön den Lambo drin parken. Lambo, bleib da schön drin, Junge. Nicht, dass du hier noch auf dem Weg rausfällst. So, jetzt einmal schnell rausklettern. So, Freunde, jetzt machen wir hier natürlich noch hinten schön die Laderampe zu. Und dann kann's losgehen, Freunde. Oh Gott. Okay, ich bin schon lange nicht mehr so ein großes Flugzeug geflogen. Wünscht mir Glück. Oh, zieh den Vogel hoch, zieh den Vogel hoch. Oh, oh und oh, okay. Das war ein ganz schön knappes Ding, Leute. Und wir fliegen jetzt rüber nach Japan. Da müssen wir erstmal ein ganzes Stück fliegen, Leute, über den ganzen Start. Das ist auf jeden Fall ein 10-Stunden-Flug darüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir im Landeanflug sind, Leute. Let's go. Boah, Leute, ich bin jetzt hier schon über den Mount Chiliad geflogen. Und wir sind jetzt hier ganz, ganz oben im Norden der Karte. Und hier müsste aber bald irgendwo... Oh, Leute, ich glaube, da vorne sehen wir es schon. Da vorne sehen wir es. Das ist Japan hier. So, das sieht hier noch ein bisschen undeutlich aus, weil wir noch weit entfernt sind. Oh, da vorne ist ein Flughafen, das ist schon mal sehr gut. Da müssen wir nicht wie bei Dubai einfach mitten in der Wüste landen, sondern hier können wir richtig schön auf dem Flughafen landen. Alter, guckt euch das hier mal an, Junge. Oh mein Gott, die haben hier richtig Autobahnen und, Hochhäuser. Japanische Schrift ist hier.
Okay, das ist hier der Flughafen von Japan. So, und wir landen. Wow. Okay. Und alles gut. Okay, das ist ja nochmal gut gegangen, die Landung. So, zack, und einmal aussteigen. Alter, Leute, let's go. Wir sind einfach in Japan gelandet, hä? Wie sieht das denn hier aus? Warte mal, seht ihr das? Hier sind überall irgendwie japanische Schriftzeichen und sowas. Lol, oh mein Gott. Und wir sind ja noch nicht mal richtig in der Stadt. Da müssen wir jetzt natürlich gleich mal reinfahren. Ich bin mal gespannt, ob wir hier vielleicht so ein krasses Tuning-Treffen finden. Wir machen jetzt hier mal die Laderampe auf, Leute. Oh, okay, sehr gut. Hey, Dull. Hä? Was ist das denn jetzt hier, Junge? Ich habe gerade erst ausgeparkt. Moin. Wer du bist? Wer ich bin? Akerio, komm, Akerio. Will er uns gerade zu einem Rennen herausfordern oder was? Mein Name ist iCrimex. Wer bist du? Mein Name ist Toshi-san. Toshi-san, okay, Toshi-san, ja. Ich wollte mich hier ein bisschen in der Stadt umgucken. Ein Lamborghini Huracan. Ja, genau, das ist ein Lamborghini Huracan, ja, hast du recht. Nani, du willst hier kommen. Auto fahren. Ja, ich wollte hier Rennen veranstalten. Ja, das stimmt. Leute, ich glaube, das ist hier direkt unser erster Gegner. Beweise du dich müssen. Ich muss mich erst beweisen, ha? Okay, muss ich hier gegen dich fahren oder was? Ich fallen gegen mich. Junge, der hat hier so einen kleinen getunten Mazda. Also nichts gegen das Auto jetzt, aber der hat doch keine Chance gegen unseren Lambo. Ja, okay, und wenn ich dich besiegt habe, dann zeigst du mir, wo hier die Rennen stattfinden oder was? Oi. Okay. Soll ich dich erfassen, aber der Weg eines Rennfahrers schwer sein. Leute, keine Ahnung, was der Typ da faselt. Ganz ehrlich, dem sein Mazda interessiert mich nicht, den will ich gar nicht klauen, aber wir müssen den Typen erst in einem Rennen bezwingen, damit er uns zeigt, wo die richtig krassen Tuning-Treffen stattfinden. Okay, Leute, so, ich bin bereit für unser Rennen. Unser Lambo fährt 430 km/h, so. Okay, Junge. Bist du bereit? Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich bin auch bereit. So, okay, dann zeig mal her, wo sollen wir hinfahren? So, gucken, ob du folgen kannst. Ah. Bis rüber, hinten und dann wieder zurück zum Flugzeug. Okay. In die Gebäuderichtung. Also einmal um das große Flugzeug rum und hier wieder zurück. Hi. Okay, dann 3, 2, 1, let's go. Guck mal, wie wir den abziehen mit unserem Lambo. Der hat ja gar keine Chance, Junge. So, einmal hier schön rumfahren und jetzt Kickdown zurück. Oh, so, Junge. Ja, bis der ankommt. Ja, okay, du bist ja ein richtiger Opa-Fahrer. Du musst bestanden haben. Ja, sehr Erstes gut. Schritt zu deinem Weg zu einem Rennfahrer, Japan. Willkommen. Okay, ja, ich werde dir folgen. Oh, Leute, okay, wir haben die Prüfung bestanden. Ich glaube, der wird mir jetzt zeigen, wo hier die richtig krassen Tuning-Treffen stattfinden und wo hier die ganzen Leute mit ihren richtig krassen, teuren Autos sind, die wir natürlich heute noch klauen wollen, um unseren Kumpel Amir zu helfen. Wir werden ihm jetzt mal hinterherfahren. Let's go, Leute. Oh, Leute, wo fährt der mich hier hin? Der hat mich hier durch die ganze Stadt gelotst, okay? Der fährt jetzt... Oh Gott, was ist denn hier los, Leute? So, der fährt jetzt hier auf den Parkplatz hier drauf, okay. Alter, ist hier dem sein Rennteam? Sind das hier dem seine Freunde oder was ist das hier für ein Tuning-Treffen? So, moin. Willkommen bei Team Taka. Team Taka, okay. Ja, sind, das sehen kannst. Sind das hier deine Kollegen oder was? Ei, die Schweigsamen. Die Schweigsamen, okay, die reden wohl nicht viel, wenn die schweigsam heißen. Ja, schöne Autos habt ihr hier, Jungs. Ja, was haben die hier alles? Okay, oh, Mustang, krass getunter Mustang, ja. Das ist ja hier, erinnert mich ein bisschen an Tokyo Drift, ja? Hi, Tokyo Drift mitgespielt haben alle hier. Andere ja. Sachen. Und unser Erzfeind. Andere Teams. Team Hatschi. Team Hatschi? Haren gegen uns. Haben die ja, müssen die niesen oder warum heißen die Team Hatschi? Hi, Hatschi Bedeutung haben. Aber du nicht fast Hirn. Okay, du nicht fast Hirn. Nein. Hör zu, die Fahrer bekommen Autos aus Los Santos und andere Nationalitäten. Wir bleiben original. Wir haben nur Autos hier gekauft. Japan, nicht Ausland. Der hat einen Mustang, das ist doch ein amerikanisches Auto. Ja, gekauft habe ich aber in Japan, nicht extra geflogen aus Land. Okay, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Baka, Idiot. Hör zu. Ja. Du musst dich beweisen. Wir kommen in 10 Minuten vorbei. Wollen Herausforderung. Du neu, du fallen. Ich soll das Rennen fahren gegen den Herausforderer. Ah, hi. Okay. Na gut, ich bin bereit. Haben die aber auch krasse Autos? Weil wenn ich hier ein Auto gewinnen will, dann muss das schon was Heftiges sein. Krass Auto, Klassen, du noch nie gesehen haben. Ah, okay, ich bin gespannt. Ich werde hier warten auf den.
Okay, Mann, Leute, ey. Ihr habt es gehört. Das hier ist dieses Rennteam von diesem Typen. Ich habe die Namen schon wieder vergessen. Und irgendwie werden die hier immer herausgefordert von einem anderen Rennteam. Und die haben wohl krasse Autos. Und Leute, ihr habt es ja gehört von Amir. Wenn wir hier Rennen gewinnen, dann kriegen wir das Auto. Das heißt, wir müssen gegen diesen Typen ein Rennen gewinnen. Und dann bekommen wir das Auto, um das dann zu verkaufen, Leute. Da können wir richtig viel Geld machen. Ich hoffe, die haben aber krassere Autos. Weil hier so Mustang und sowas, keine Ahnung, bringt vielleicht 100.000 so getuned. Ich dachte eher an so Bugattis oder irgendwas Krasses, was uns Millionen bringt. Naja gut, Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier warten. Ich werde mich mal hier in der Stadt noch ein bisschen umgucken. Und dann werden wir ja gleich sehen, wer der Herausforderer ist, Leute. Let's go. Ah, Leute, ich muss sagen, Japan sieht schon eigentlich ganz cool aus hier. So, okay, aber wo... Wer ist mein Abfall? Oh. Wer ist mein Abfall? Ist der hier der Herausforderer? Boah, der hat einen Chrom-Bugatti. Ja, hallo, ich glaube, ich bin der Herausforderer. So, fremder Mann. Was soll man denn hier? Ich bin hier... Als Anwärter. Team Tucker. Ich bin Team Tucker, ja. Team HC wird auseinandernehmen. Tucker, ihr Falken denken, ihr könnt fliegen. Aber HC wird euch runterbringen. Ja, dann zeig mal, Hachi, hast du Gesundheit? Was für Gesundheit? Wer ja. Genossen? Wie heißt noch mal dein Team? Team HC. Gesundheit. Hey, die haben die Genossen. Ja, ist okay. Na gut, also wir werden Rennen fahren, oder was? Ja, Rennen fahren. Aha. Welches Auto du mir schenken wollen? Alter, der Chrom Bugatti sieht übelst krass aus, Alter. Der ist echt heftig. Ja, also ich sag's mal so, ich zeig dir mal mein Auto, ja? Ah. Aber ich werde dir heute kein Auto schenken. Du wirst mir einen Bugatti schenken. Nani, ein Lamborghini Huracan. Das ist ein Lamborghini Huracan von Amir Customs getuned. Ach so, du kennst Amir nicht? Ah, egal. Musst du nicht kennen. Mitkomme. So, wo fahren wir hin? Wir fahren durch. 3 Kilometer. 3 Kilometer, aber bevor es losgeht, woher weiß ich, dass du nicht danach abhaust, ja? Wenn ich gewinnen sollte? So, meine Ehre beleidigen wollen. Nein, ich wollte nicht deine Ehre beleidigen. Ja, Japan. Wenn wir unser Wort nicht halten, wir... Nee, kein Mann. Okay, ja, finde ich gut. Man sollte sich immer an sein Wort Verdammt, halten. Verdammt, warten jetzt hier. Leute, irgendwie erinnert er mich ein bisschen an Turan. Aber Turan ist Chinese. Ja, vielleicht der japanische Bruder von Turan. Mal gucken, vielleicht werden wir uns mit dem noch gut verstehen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir ein Rennen gegen den gewinnen. Ey, die machen ja voll, die drängeln ja voll hier hinten. Okay, 3 Kilometer. Dann würde ich sagen, bis zum Ende der Straße fahren wir. 3, 2, 1, let's go! Let's go! Oh, Leute, okay, wir müssen jetzt dieses Rennen gewinnen. Oh, okay, der ist schnell. Der ist auf jeden Fall schnell. Der kennt sich hier auch gut aus hier in Japan. Oh, oh, komm. Wow, oh mein Gott, der gibt echt Gas, Junge. Der gibt echt Gas. Wow! Hey! Oh mein Gott, wir haben ihn mies gecrashed. Sehr gut, weiter. Oh, das ist die Führung für uns. Oh nein, wir sind auch gecrashed. Schnell. Oh, Kickdown! Oh, zack. Oh, Leute, wir brettern hier mit 200 über den japanischen Highway hier. Oh, komm, bis zum Ende der Straße. Oh nein, wir sind gecrashed. Nein, wo ist der? Ei. Oh, der ist hinter uns, der ist auch gecrashed. Sehr gut, komm. Oh, das werden wir schaffen, Leute. Wir müssen gewinnen. Der Bugatti, der kostet locker 3, 4 Millionen oder so. Den müssen wir auf jeden Fall holen und dann zu unserem Kumpel Amir bringen und verkaufen. Oh. Hiya! Alter, oh mein Gott, der ist echt schnell. Der ist runtergefallen. So ein Bummi, Junge. Hast dich hier mit dem Falschen angelegt. Oh. Okay. Komm. Jetzt Kickdown, 300. Oh, 300 über die Stadtautobahn. Alter, das ist krass, Freunde. Boah, wie lange geht hier die Stadtautobahn noch? Ich glaube, wir sind gleich am Ende angekommen. Wenn es so weiterläuft, haben wir gewonnen, Leute. Oh. Okay. Und jetzt geradeaus. Alter, wir fahren fast 400. Wir sind ultra schnell, Leute. Und bam, wir sind am Ende. Ah, wo ist der Typ? Der ist ja voll langsam. Boah, Leute, da hinten kommt er erst angefahren. Junge, was hast du denn gemacht? Dein Bugatti sieht ja aus wie Poritze, Junge. Wir haben missfallen, andere um mich sabotieren, aber egal. Okay, also ich habe dich auf jeden Fall nicht sabotiert. Ja, Schlüssel. Dankeschön, ja, du hältst dich ja wirklich an dein Wort. Aber seid ihr gewiss? Ja. Die Rache eines Hatzis. Kommt unverhoffen. Hey, du da, weißt du was? Ich muss dich noch was fragen. Ich bin hier, ich will noch mehr Leute herausfordern. Ein Auto zu gewinnen reicht mir nicht. Sag mir, wo ich noch ein Rennen oder sowas machen kann. Ich rufe dich an. Bald findet was Großes statt. Okay, Leute, er sagt, er ruft mich an, es findet bald was Großes statt. Aber zumindest so ein Chrom Bugatti haben wir schon mal hier.
übelst krass, Freunde. Ja, jetzt nur die Frage, wir müssen ihn irgendwie zum Flughafen liefern lassen. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Wisst ihr was? Ich rufe hier mal kurz einen Abschleppdienst an. Ja, ich brauche hier einmal einen Abschleppdienst auf dem Highway. Ja, Chrome Bugatti einmal zum Flughafen liefern. Danke. So, sehr gut. Gut, Leute, der Wagen wird auf jeden Fall mal abgeschleppt. Der wird uns schön zum Flieger gebracht. Aber, Leute, wir warten jetzt, bis dieser... Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Bis dieser Hachi-Typ uns anruft. Weil der wird mir sagen, wenn was richtig Großes stattfindet, Leute. Weil ein Auto reicht mir hier noch nicht, ja? Ich will hier noch mehr Autos gewinnen. Leute, wir müssen hier mal mindestens mit 5 Millionen in der Tasche wieder nach Hause fliegen. Aber ich werde jetzt mal warten, bis dieser Hachi sich hier wieder bei mir meldet, Leute. Let's go. Leute, dieser Hachi-Typ hat mich gerade angerufen und meinte, jetzt am Flughafen würde hier ein übelst krasses Tuning treffen. Stattfinden. Wir werden da mal hinfahren. Wir sollten ja eigentlich hier mit unserem getunten Lambo ganz gut ausgestattet sein. Und deswegen, oh, ich glaube, da vorne sind die auch schon. Deswegen, wir machen uns da jetzt direkt mal auf den Weg hin. So, zack. Oha, was haben die denn hier für Autos? Das sind ja so richtige Japan-Tuning. Hallo? Ein Auto. Hast du mich gerade ausgelacht, Junge? Ein Auto ist ein Backauto. Wow, Backauto. Ein was? Backauto? Was sagst du da? Oi, oi, du weißt nicht, was Backe bedeutet. Nein, was heißt Backe? Ein Idiotenauto. Junge, hast du denn jetzt mein Lambo ein Idiotenauto? Hast du mal dein Pikachu-Auto da hinten gesehen, Alter? Was? Ja. Mit meinem Porsche, ich mach dich fertig. Mit dem Porsche willst du mich fertig machen? Natürlich. Ja, komm, rennen, kein Problem. Oh, Triftduell. Triftduell? Hey, Driftduell. Okay, auch kein Problem für mich. Ja, ich kann auch driften. Weißt du was? Ich fange sogar an. Ich werde dich fertig machen. So. Alles Bull. So, guck mal, ich zeig dir mal, wie ich driften kann. So. Junge, ganz easy. Guck mal hier. Und let's go. Woo. Zack, hey. Junge. Guck mal, wie ich hier getriftet bin. Hä? Boah, Leute, seht ihr das? Hä? Der ist hier durch am Driften. Hä? Oh mein Gott, was? Okay, ich glaube... okay, Leute, ich glaube, im Driftduell hat der Typ mich hier platt gemacht. Junge, der driftet ja hier durchgehend. Man sieht ja hier die Linien auf dem Boden. Okay, warte mal. Ich kann das auch. Schmalspulle! Was, der nennt mich hier Schmalspur? Alter! Junge, okay. Niemand nennt mich Schmalspur! Junge, der kann echt gut driften, das muss man dem lassen. Oh, der Bugatti ist auch schon hier. Aber wisst ihr was, Leute, vielleicht kann ich nicht so gut driften, aber ich werde mir jetzt einfach sein Auto klauen. Der Typ ist mir zu frech hier. Wir werden uns den Porsche jetzt hier mal noch klauen. So, der fühlt sich hier. Komm hinterher, komm. Hey. Oh, Junge. Zack, Leute. Hey, was du machen? So, Hände hoch, Junge. Fühlt sich krass, weil du ein bisschen driften kannst, hä? Ah, du lege nicht die falsche Organisation an. Ah, ihr seid die Hachis, ne? Hey, Hachis. Untergepilung. Ja, Gesundheit. Hey, ja, Kusser. Ja, Gesundheit. Ja. Bam, nie von euch gehört, Junge. So. So, Leute, den haben wir erstmal eliminiert. Leute, wisst ihr was? Mir wird das jetzt hier aber auch langsam ein bisschen zu heiß. Da sind hier irgendwie zu viele Gangs, zu viel Mafia. Keine Ahnung, wie dem seine Organisation da hieß. Ich glaube, Leute, es wird langsam Zeit für uns hier abzuhauen. Ich werde jetzt alle Autos... Oh, Gottes Willen. So, ich werde jetzt alle Autos mal in ein Flugzeug einladen. Da vorne stand ja auch schon der Chrome Bugatti. Der bringt auf jeden Fall 3 Millionen. Ich glaube, oh mein Gott, das ist ja voll der krasse Drift. Oh, das ist voll der krasse Drift Porsche. Der wird auf jeden Fall bestimmt auch nochmal vielleicht 500.000 oder sowas bringen. Wir werden jetzt mal hier schnell beide Autos einladen. Weil, wie gesagt, mir wird das hier langsam echt ein bisschen zu heikel, Leute. Nicht, dass wir jetzt hier noch Probleme bekommen. So, zack, 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 Leute. Wir müssen uns hier beeilen. So, Leute, jetzt. Wir fangen natürlich erstmal mit dem Chrome Bugatti an. Der ist natürlich der wichtigste. Der bringt am meisten Geld rein. Und zack, Leute, einmal hier reinladen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, ob der Porsche hier überhaupt noch reinpasst. So, zack, zack, zack. Oh, weil viel Platz haben wir da hinten nicht mehr. Oh Gott, da hinten fährt jemand. Da hinten kommt jemand angefahren. Nicht, dass der uns hier gleich Probleme macht. So, und hier das Drifting auch noch rein. Oh ja, ich glaube, die passen beide rein. Ein bisschen zusammengequetscht, aber passt. Okay, Freunde, beide Autos sind jetzt hier eingeladen. So, und wir müssen los. Ich habe hier langsam echt ein bisschen Bange, dass hier irgendjemand vorbeikommt. Oh, warte, da hinten. Oh Gott, oh nein, 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 hey, der schießt bleib sogar stehen, auf uns. Der schießt stehen. Sogar auf uns. Oh, wir müssen hochziehen. Wow. Und weg hier. Oh, komm. Ja, oh. So, hier eine Drehung. Nicht abstürzen, bitte nicht abstürzen. Wow. Oh, oh mein Gott, hä? Alter, die schießen mit Raketen sogar noch auf mich.
Okay, Leute, ich glaube, wir haben genug von Japan. Wir werden jetzt hier mal abhauen und wieder schnell zur Armee rüberfliegen und ihnen dann die Autos vorbeibringen, Leute. Ich denke mal, der kann uns da bestimmt gutes Geld dafür zahlen, weil immerhin hat Armee dann mehr Autos im Verkauf und mehr Autos können bei Armee gekauft werden und wir kriegen auch noch direkt unser Geld. Ich bin mal gespannt, was er uns für die beiden Autos zahlen wird, Leute. Und dann würde ich sagen, Leute, ab geht's zur Armee. Let's go. Oh, okay, Leute, wir sind jetzt hier zum Glück gut in Los Santos angekommen. Die Autos stehen hier schon mal bereit, Leute. Und ich habe auch schon Armee angerufen, dass der hier gleich mal vorbei kommt. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was der mir hier für die Autos zahlt, Leute. Ich hoffe, das wird sich lohnen. Also ich meine, Chrom Bugatti, den werde ich... Ey, der Leute, wie krass sieht der aus? Den werde ich safe nicht unter 3 Millionen hergeben. So, ey, moin Amir. Oh, moinsen. So, guck mal, was ich hier Schönes gefunden habe, Junge. Den Hachi Chrom Bugatti. Hä? Du kennst den sogar, diesen Hachi-Typen? Und den Yakuza Drifting Porsche. Ja. Ja, die Tunings hier sind ein bisschen bekannter. Also ja, ich sag's Max. Mal so, wegen dem Auto kann ich nicht mehr nach Japan einreisen. Ja, wie willst du das machen? Willst du die selber verkaufen oder? Also ich dachte mir, vielleicht, du brauchst ja vielleicht noch ein paar Autos zum Tunen im Verkauf. Ja, du hast ja immer gute Kunden dafür. Ja, ich müsste ein paar Änderungen machen, die nicht verrückt verfolgbar sind, aber so, Petro, ja. Aber lass mich mal ganz kurz hier einmal. Oh Leute, jetzt bin ich gespannt, was er bezahlen wird dafür. Ja, wenn wir hier alles ausrechnen, dann Minusprozent, weil geklaut ist, dann das noch da, Minusprozent, weil geklaut ist. Max, ich würde eine Summe kommen von 8,5 Millionen für beide. Was? So viel? Ja klar, allein der Krumm-Ding kostet ja schon 6 Millionen und der Porsche 10 Millionen, aber ich muss halt Prozent abziehen, weil es geklaut ist. Weißt sind die so teuer, weil die von diesen Mafia-Leuten sind? Ja, die sind ja, das sind ja One-of-Ones zum Messen, die sind ja extra Alter. Die von Inneneinrichtung. Ja, okay, ja, gut, egal, Leute. Dann, Amir, hier sind die Schlüssel, viel Spaß damit, ja? Ja, warte, und wenn warte. Was ist, ja? Hier ist das Geld. Oh, Abir, danke schön, ja, direkt bar auf die Hand. Und ich kümmere mich dann um die... Ja, ich muss telefonieren. Viel Spaß, Amir. Ey, Leute, wir haben heute einfach 6 Millionen Dollar gemacht, haben japanische Autos geklaut und haben unserem Kumpel Amir dabei auch noch geholfen. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag. Lasst ein Like und Abo da, wenn ihr GTA RP genau aus der feiert wie ich. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax.